Erzählung vom heiligen Lukas kommt der Begriff vor Egenetote. Also zuerst wird geschildert, der Kaiser eben der Steuerlisten anlegt, sie perfektionieren will, um die Leute zu erfassen, eine Volkszählung, höhere Steuereinnahmen zu haben. Und je nachdem war die Last dieser Besatzung in den Provinzen schon deutlich zu spüren. Also rücksichtslos, wer da wohin gehen musste zur Einschreibung, das ist alles andere als ein Idyll. Auch wenn wir das Weihnachtsevangelium immer so mit diesem schönen Klang im Ohr haben, was da vor sich ging. Dreimal so kommt in dieser Erzählung des Lukas von der Geburt Jesu, Egenetote. Also, es ist angetragen, diese Verordnung des Kaisers, da aber passiert, Egenetote, da passierte was anderes. Plötzlich etwas anderes, was Unerwartetes, was sich diesem Machtzugriff entzieht. Licht auf dem Hirtenfeld, Gottes lichtvolle Gegenwart inmitten der sozial schwachen Leute, dafür stehen die Hirten, keine Gruppe von ganz idyllischen Figuren, Geburt in einer Notunterkunft draußen am Stadtrand. Er, der Gottessohn, musste dort zur Welt kommen und es geschah eben, dass das passierte, das Kind in der Krippe. Warum? Weil in der Stadt Utopos kein Platz war. Also unser Wort Utopie kommt von diesem Utopos, kein Platz. Also, Weihnachtsevangelium spricht von einer Utopie. Was ist eine Utopie? Was ist ihr Veränderungspotenzial? Jetzt im Advent, in den Lesungen aus den Prophetenbüchern Jesaja und Jeremia, werden uns auch utopische Bilder geschildert. Sind das nur Märchen, so gute Vertröstung? Was ist eine Utopie? Ich zitiere unseren Papst Franziskus. Die Utopien sind Frucht der Imagination, sind die Projektion einer Konstellation von Sehnsüchten und Bestrebungen in die Zukunft. Die Utopie nimmt ihre Kraft aus zwei Elementen. Einerseits aus dem Missbehagen, dass die jetzige Wirklichkeit, was die jetzige Wirklichkeit ausmacht. Man sagt, das macht mich wütend, so wie das jetzt ist, diese Schieflage und dieses Leiden so vieler. Das löst Wut aus, das ist Wahrnehmen dieses Faktums. Andererseits aus der unterschiedlichen Überzeugung, dass eine andere Welt möglich ist. Darin liegt ihre mobilisierende Kraft, aus dieser Spannung. Wir ganz hineinschauen in diese Welt, dazu ist auch der Advent da, Augen auf. Nicht nur sich wegträumen und eine schöne Idylle, sondern hinschauen, was ist los? Wahrheit des eigenen Lebens und was ist Wirklichkeit? Möglichst ungeniert, mutig wirklich schauen, was ist Sache, worum geht's. Und dann dieser Ausgriff, es müsste nicht so sein, das ist die veränderte Kraft der Utopie. Meine Fragestellung also lautet, was ist die grundlegende Voraussetzung, damit der Friede auf Erden nicht nur eine Utopie bleibt? Welche Arbeit, also Arbeitstitel, ist zu leisten? Welche Rolle kommt den Religionen zu oder wie ist überhaupt Frieden zu lernen? Erstens, den Frieden auf Erden gibt es nur als utopisches Projekt. Der erste Ort, der nicht zwangsläufig ein Utopos sein muss für den Frieden, ist das unruhige Herz des Menschen. Der eigentliche Unruheherd, also ich mache einige Thesen jetzt zu diesem ersten Antwortversuch, der eigentliche Unruheherd, in dem das gesamte Potenzial von Frieden und Vernichtung gespeichert ist, ist das menschliche Herz. In der jüdisch-christlichen Tradition ist damit gemeint die Mitte der Person. Das Steuerungszentrum, könnte man sagen. Der Umschlagplatz für alles, was den Menschen beschäftigt, bedrängt und belastet. Das menschliche Herz ist Speicherzentrale und Archiv. Nicht nur für die vielen positiven und schönen Momente unseres Lebens, für die stärkeren Begegnungen und auch die Erfolge, sondern auch für Enttäuschungen, Demütigungen und Verbitterungen. Die Vielzahl der Kränkungen, auf deren Aggressionspotenzial Reinhard Haller, der forensische Psychiater, immer wieder hinweist,
als auch der unausgesprochene Rache und die unausgesprochene Rache und Vergeltungswünsche sind in diesem verwundeten Herzen des Menschen gelagert. Man kann sagen, alles Schöne vom Herzen, aber es ist auch unsere Waffenkammer. Versöhnungs- und Friedensarbeit muss dort beginnen. Ein Theaterstück möchte ich erwähnen, das auf 70 Bühnen in Europa erfolgreich gespielt wurde im letzten Jahr, Disgraced, von pakistanisch-amerikanischen Autor Aita Akhtar, Disgraced. Das ist eine Partystimmung und plötzlich in dieser Partystimmung, in einer nervösen Zeitlage, so wie unsere, taucht plötzlich auf, was diese Leute dort, die sich nur so in der Facebook-Freundschaft oder ein bisschen mehr kannten, was sie für Vorurteile, Vorwürfe, Schuldzuweisungen in sich gespeichert haben. Und mehr ploppt das raus, alles in einer so eigenartigen, aufgelösten Partyatmosphäre, die es natürlich gibt, Disgraced. Papst Franziskus bekräftigt vor 20.000 Menschen in einer Favela, also in einem exponierten Austragungsort struktureller und clanspezifischer Armutsgewalt, seine Zitat, Überzeugung, dass die Gewalt nur von einer Verwandlung des menschlichen Herzens aus überwunden werden kann. Also menschliches Herz, inneres Steuerungszentrum. Zweitens, die innere Friedensarbeit beginnt mit einer selbstkritischen Hinterfragung unseres Lebensstils, an dem wir uns in unserem Konsum und unserer Wegwerfkultur einfach gut gewöhnt haben. Ich darf nochmal Papst Franziskus in seiner Schrift Laudato Si zitieren: Der innere Friede der Menschen hat viel zu tun mit einer Fähigkeit zum Staunen, die zur Vertiefung des Lebens führt. Viele Menschen spüren eine tiefe Unausgeglichenheit, die sie dazu bewegt, alles in Höchstgeschwindigkeit zu erledigen, um sich beschäftigt zu fühlen, in einer ständigen Hast, die sie wiederum dazu führt, alles um sich herum zu überfahren. Zitat Ende. Also, ohne Änderung oder Veränderung dieses unseres westlichen Lebensstils, das heißt ohne unseren Funktionsmodus von der ständig optimalen Optimierung aller Lebensbereiche und größtmögliche Effizienz in allem, auch im Freizeitbereich, auf Dankbarkeit und Empfang umzustellen, werden wir keinen wesentlichen Beitrag zum Frieden leisten können. Getriebene der Gier nach immer mehr werden die Welt in einen immer größeren Stress versetzen. Das gilt lokal und global. Drittens, Versöhnungsarbeit oder Friedensarbeit ist Versöhnungsarbeit. Das utopische Projekt Weltfriede kann nur von Menschen entwickelt, vorangetrieben und getragen werden, die sich mit sich selbst, ihrer Umgebung versöhnt haben. Versöhnung beginnt damit, dass sich jemand nicht mehr nur als Opfer ungerechter Zustände fühlt, sondern Verantwortung für das eigene Leben übernimmt, sich nicht mehr darin übt, Schuldige zu benennen. Manche Leute verbringen ein ganzes Leben damit, die Schuldigen für den nicht ganz optimalen Verlauf ihres Lebens zu benennen und auch anzuklagen. Versöhnung ist ein langwieriger Prozess, der niemandem erspart bleibt und der ein Leben lang dauert. Versöhnung beginnt mit einem Ja zur eigenen Geschichte und kulturellen Prägung. Friedensarbeit, mein nächster Punkt, setzt eine Herzensbildung voraus. Die Frage ist, wie kann in einer immer schnelleren Welt, in der zunehmend technisierten Welt, Herzensbildung gelingen? Angesichts einer weit fortgeschrittenen Digitalisierung, mit der irrigen Meinung, dass sich die Welt in der Form von einem Touchscreen steuern und bewältigen lässt. Man tippt hin und wischt ein bisschen. Wie kann da Herzensbildung funktionieren? Was ist gemeint mit dieser Art der Bildung? Einübung von Selbstachtung, von Empathie, Mitgefühl und Solidarität. In der Herzensbildung geht es um das Überschreiten der eigenen Grenzen, um eine Annäherung an das Du. Wenn die Wandlung des Herzens nicht geschieht,
wird sich das soziale Klimawandel fortsetzen, der mindestens so dramatische Folgen hat wie der ökologische Klimawandel. Ohne Herzensbildung, das heißt konsequente Einübung von humanen Wertvorstellungen, kommt es zu einer steigenden Abkühlung und Vereisung des Miteinanders, zu einem wachsenden, diffusen Misstrauen der Menschen untereinander. Friedensarbeit braucht als Voraussetzung Menschen, die ihre Seele gesättigt haben. Menschen, die innerlich leer sind und ausgebauert sind, können keine Spannkraft entwickeln, um die Umgebung zu gestalten. Sie werden sehr schnell nicht mehr belastbar sein, entweder apathisch oder aggressiv. Also die innere Leere des Menschen, auch dieser Begriff des Seelenheils gibt mir immer mehr zu denken, wenn die Seele nicht Nahrung hat, dann gibt es von innen her keine Inspiration, keine Vision, keine Spannkraft, um sich einzubringen. Alles wird zu Last, ist zu viel, was gehen mich die anderen an? Ich muss denken an eine kurze Episode, wir waren mit dem Auto unterwegs in Italien und dann haben wir den Chauffeur gefragt, Entschuldigung, was ist denn da hinten für eine Ortschaft? Und er hat gesagt, lassen Sie mich bitte in Ruhe, ich habe selbst so viele Probleme. Ich dachte, was hat die Ortschaft mit seinen Problemen zu tun, gell? Chauffeur. Das war signifikant. Wenn ein Mensch innerlich in Unruhe ist und keine Nahrung hat seiner Seele, dann wird alles zu viel. Und so eine banale Frage, wie heißt denn die Ortschaft? Oder die eigene Familie wird zur Bedrohung, zur Hölle, die eigenen vier Wände. Laut einer aktuellen Studie des UNO-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung ist das Zuhause der gefährlichste Ort für Frauen. Alle 10 Minuten wird weltweit eine Frau von Familie oder Partner lebensgefährlich verletzt oder getötet. In Österreich erlebt eine von 5 Frauen häusliche Gewalt, psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt. Friedensarbeit gelingt nur auf der Basis einer Kultur der Begegnung. Das ist ein wunderschöner Ausdruck, wieder mal von Papst Franziskus genommen. Sie merken, dass ich den natürlich sehr schätze und für mich eine ganz große Inspiration, wie ich in Rom einen Dienstzettel erhalten habe, Bischof von Innsbruck zu werden. Das hat mich natürlich sehr erschreckt, weil ich nicht damit gerechnet habe. Aber dann dachte ich mir, meine Güte, der Papst in seinem doch ein paar Jahre älter als ich, der tut sich das an und geht so mit so einer Begeisterung und Ding hinein. Und was bin ich für ein Würster, dass ich jetzt Nein sage? Und so habe ich ja gesagt. Mit Kultur der Begegnung ist eine neue Art aktiver Kommunikation gemeint, Mitgestaltung von Dorfgemeinschaften und Stadtteilen, in der Haltung einer Dankbarkeit für eine gegenwärtige Pluralität in unserer Gesellschaft. Eine Kultur der Begegnung ist keine verordnete Naivität, sondern sie meint die Wertschätzung des eigenen und das wohlwollende Interesse am anderen, am Unbekannten. Übrigens in Lienz bei den Dominikanerinnen in der Schule habe ich einen Besuch gemacht, auch vor, das sind jetzt 2 Monate her, und da ist eine Weltklasse. Ich habe gesagt, ihr seid Weltklasse. Erstmal die Schule ist interessant, gut. Und diese Weltklasse, da gibt es Jugendliche von 15 Nationalitäten in einer Klasse. Und die restlichen 15 sind Osttiroler und Osttirolerinnen. So gesagt, es ist echt Weltklasse. Das haben sie vorgeführt, auch wie sie sich bemühen, das im Motel, im Kleinen, in Lienz zu leben. Nicht verurteilend. Kultur der Begegnung. Da rede ich jetzt aber nicht naiv dahin. Ich weiß, welche Anstrengung es bedeutet. Aber wenn man sagt, wir schaffen das, das ist ein positiver Zuspruch und dann geht viel, viel mehr. Als wenn man uns einredet, das geht nicht mehr, wir sind voll, wir müssen die und jene Familie ausweisen, obwohl sie gut integriert ist, das tut doch weh. Eine Kultur der Begegnung setzt anders an, aber nicht naiv. Sie verbietet sich jedenfalls als Grundmaxime die Logik des Verdachts. Explizit benannt gegenüber Sozialschwachen, psychisch Leidenden, Suchterkrankten und gegenüber Ausländern. Friedensarbeit braucht den Dienst der Versöhnung. Der wurde uns von Christus anvertraut und aufgetragen. Wir leben doch zunehmend in einer tribunalisierten Gesellschaft. Der Ausdruck
habe ich von Ulrich Körtner die tribunalisierte Gesellschaft. Das heißt, es wird viel geklagt, eingefordert. Man hat wegen jedem Schwan sofort einen Rechtsanwalt, um Recht einzuklagen. Das führt dazu, dass immer mehr Absicherungsmaßnahmen stattfinden. Das alles in einer unendlichen Bürokratisierung endet, auch im Sozial- und im Pflegeberuf. Das ist dann wichtiger für die Pflegerin, dass sie aufschreibt, um 16.45 Uhr bin ich gewechselt. Es könnte doch irgendwer klagen. Später mal, wenn eine Körperstelle wund ist. Das wird aufgeschrieben, ob die Windelwechsel notwendig war oder nicht, Hauptsache dokumentiert. Und. Im pädagogischen Bereich. Ich muss sagen, eine tribunalisierte Gesellschaft, und das prägt dann die Kultur im negativen Sinn. Deswegen, Dienst der Versöhnung ist so etwas Entscheidendes. Er wurde uns von Christus aufgetragen. Wir als Kirche haben Schätze für die Versöhnung. Wir haben Sakramente, aber die sind leider auch weggerutscht. Ich weiß nicht, wie das in Osttirol ist, aber das Sakrament der Versöhnung, die Beichte, führt ein jämmerliches Dasein, leider nicht mehr erschlossen oder auch durch die Schuld von uns selbst, dass wir es zu sehr fixiert haben auf den Bereich der Sexualität oder auf das Aufsagen von Sünden. Jedenfalls müssen wir wieder gewinnen in der Kirche, in der Gesellschaft, eine Kultur der Versöhnung. Der Dienst dazu ist uns von Christus aufgetragen. Geht's noch? Ja, wir wollen. Wollen? Passt. Es ist nämlich immer schwieriger zuzuhören als reden. Gell? Beim Zuhören sind schon öfter Leute eingeschlafen, beim Reden kaum. Also ich habe volles Mitleid mit. Mein zweiter Punkt lautet, Gerechtigkeit ist ein anderes Wort für Friede. Ohne eine entschiedene Offensive für einen annähernden Ausgleich von Lebenschancen für den Großteil der Weltbevölkerung wird kein nachhaltiger Friede möglich sein. Das ist mein zweiter Punkt, den ich hier setzen möchte und gerne dieser Tagung mitgebe. Meine These lautet, solange es keine annähernde Verteilungsgerechtigkeit in der Welt gibt, solange die Menschenrechte verletzt werden, solange nicht jedes Individuum Entwicklungsmöglichkeiten gemäß seinen Anlagen und Fähigkeiten hat und in Freiheit leben kann, solange es keine gerechte Weltordnung und Teilhabe gibt, Menschen ausgebeutet werden, hungern müssen und keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, Frauen- und Kinderrechte mit Füßen getreten werden, wird es Gewalt und Kriege geben. Das ist die wuchtige These. Zusammengefasst, Gerechtigkeit ist ein anderes Wort für Friede. Ich habe diesen Ausdruck gefunden, vielleicht, Professor Simon, könntest du mir helfen. Er stammt sicher entweder aus Pace Veneris oder Populorum Progressio oder von einer Enzyklika von Johannes Paul II. Ich weiß es leider, ich habe es nicht gefunden, genau den Ausdruck. Vielleicht habe ich mir selbst auch zusammengereimt, aber wenn schon Päpste zitiert, dann zitiere ich jetzt auch einen Paul VI. Zitat, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Es ist der Friede, der das Geschick der Völker und der ganzen Menschheit leiten muss. Das rief Paul VI. Den Vertretern der Vereinten Nationen in seiner Friedensrede am 4. Oktober 1965 vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu. Paul VI. War der erste Papst, der eingeladen wurde, in der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York zu sprechen. Außerdem die erste Reise des Papstes in die USA. Welches Auto er verwendet hat, weiß man nicht. Der jetzige hat revolutionär ganz ein kleines verwendet. Ich weiß nicht, ob Sie diese Bilder im Kopf haben. Das war doch eine wunderbare Geste, oder? Und er smilet hinaus. Grüßt die Großen. Seine Rede, also 1965, in welcher Abrüstung, Hilfe für die Armen, Kampf gegen den Hunger und Respekt vor dem Leben forderte, fand auf der ganzen Welt Beachtung. Zwei Jahre später hat er nachgelegt mit der Enzyklika Populorum Progressio. Erstmals thematisiert er dort das Phänomen der Globalisierung, auch wenn er den Begriff nicht direkt verwendet, und warnt vor den Auswirkungen eines liberalen, ungehemmten Kapitalismus. Man muss sich vorstellen, 1967, da war richtig Aufbruch.
nicht aber dass eine Wohlstandskultur hochfahrend ein Boom. Und er sagt, Moment, Vorsicht, diese Art des Kapitalismus, wenn der übergreift, überschwappt auf alle Länder und was jetzt schon an Schaden angerichtet wurde, Vorsicht. Die Welt sei krank, stellt Papst Paul VI. Fest, weil unter den Menschen und unter den Völkern der brüderliche Geist fehle. Friedensarbeit wird immer mit einer Kultur der Solidarität einhergehen. Mit einem sehr eindringlichen Appell hat Papst Franziskus im Juli 2013 bei einem Besuch im armen Viertel Vagina in Rio de Janeiro zu mehr Solidarität und sozialer Gerechtigkeit aufgerufen. Werdet nicht müde, Zitat, für eine gerechtere und solidarische Welt zu arbeiten. Niemand kann gegenüber den Ungleichheiten, die weiterhin in der Welt bestehen, gefühllos bleiben. Jeder sollte seinen Möglichkeiten und seiner Verantwortung entsprechend persönlich dazu beitragen, den vielen sozialen Ungerechtigkeiten ein Ende zu setzen. Nicht die Kultur des Egoismus, des Individualismus, die häufig unsere Gesellschaft bestimmt, nicht sie baut eine bewohnbare Welt auf und führt zu ihr hin, nicht sie, sondern nur die Kultur der Solidarität. Die Kultur der Solidarität heißt, im anderen nicht einen Konkurrenten oder eine Nummer zu sehen, sondern einen Bruder und eine Schwester. Und wir alle sind es, Brüder und Schwestern. Die ökologische Dimension der Friedensarbeit ist ebenso neu zu bewerten. Auch da wieder Anleihe an Laudato Si, eine wunderbare Enzyklika von Papst Franziskus, indem er diesen engen Zusammenhang zwischen Frieden, Gerechtigkeit und allen ökologischen brisanten Themenstellungen aufgezeigt hat. In besonderer Weise müssten uns die Ungerechtigkeiten in Wut versetzen, schreibt Norbert der Papst, die unter uns bestehen. Denn wir dulden weiterhin, dass einige sie für würdiger halten als andere. Wir bemerken nicht mehr, dass einige sich in einem erniedrigenden Elend dahinschleppen, ohne wirkliche Möglichkeiten, es zu überwinden, während andere nicht einmal wissen, was sie mit ihrem Besitz anfangen sollen, voll Eitelkeit eine vorgebliche Überlegenheit zur Schau stellen und ein Ausmaß an Verschwendung hinter sich zurücklassen, das unmöglich verallgemeinert werden könnte, ohne den Planeten zu zerstören. Wir lassen in der Praxis weiterhin zu, dass einige meinen, mehr Mensch zu sein als andere, als wären sie mit größeren Rechten geboren. Starkes Zitat, oder? Laudato Si, bitte unbedingt das ganze, den ganzen Text lesen, war das die Nummer 90. Friedensarbeit mit dem Anspruch der Gerechtigkeit fordert heute also ein klares Bekenntnis zum Klimaschutz. In der kommenden Woche wird im polnischen Katowice die UNO-Klimakonferenz eröffnet. Die ersten und maßgeblich leidtragende, aktuell nicht mehr zu verleugnenden Klimaveränderung ist wieder die ärmere Bevölkerung, meistens in den Ländern der südlichen Hemisphäre. Vielleicht gibt es bald einen globalen Meinungsumschwung. In Amerika scheint er jetzt zu greifen. Es ist diese Statistik veröffentlicht worden und sie haben versucht, das genau am, wie heißt das, am Truthahn-Wochenende, am Thanksgiving-Day-Wochenende zu tun, damit möglichst wenig von diesem Global Report erfahren. Aber es ist nicht zum Zurückhalten gewesen. Warum? Es hat plötzlich die Amerikaner interessiert, weil sehr genau vorgerechnet wurde, was die volkswirtschaftlichen Kosten sind für eine Natur, die sich immer, wie sagen wir auf steirisch, gachzäuniger aufführt, die unkontrollierbar ist, immer stärkere, größere Katastrophen. Die Waldbrände in Kalifornien, das geht schon rein. Wenn Leute umgesiedelt werden müssen und diese vielen fetten Villen, die es dort gibt, ich bin einmal den Highway 1 runtergefahren, ist schon beeindruckend, und plötzlich sind dann die Reichen auch diesen Naturgewalten ausgesetzt. Das geht dann dran und die Transportkosten steigen, Produktionskosten steigen, aufgrund der veränderten klimatischen Bedingungen. Also, das interessiert dann plötzlich die amerikanische Bevölkerung, ganz egal, was
dieser unberechenbare, gefährliche Narzisst an der Spitze eben auch sagt. Drittens, lernen für den Frieden. Friedensarbeit benötigt dieselbe Intelligenz, Energie und Investitionsbereitschaft wie die Erfolgsbranche der weltweiten Kriegsindustrie. Deswegen Gratulation zu dieser Veranstaltung. Das ist mein letzter Punkt hier, wo ich auch auf die Rolle der Religion noch zu sprechen komme. Habe ich noch 5 Minuten? Auf allen Ebenen muss es zu einer Ächtung des Krieges kommen. Wer profitiert denn am meisten vom Krieg? Natürlich die Waffenproduzenten und Waffenhändler, ebenso die Ölkonzerne und alle, die sonst noch an der Kriegsindustrie beteiligt sind. Die weltweite Waffenproduktion ist der erste und entscheidende Kriegstreiber. Warum? Weil Absatzmärkte benötigt werden. Denk mal an die Waffenindustrie Frankreichs. Ja? Die ist so hochkomplex, so hochtechnisiert, braucht so viel Forschungsgelder. Das gleiche können wir sagen von England, von Deutschland, von Amerika, von Israel, von unendlich vielen Staaten. Um diese Investitionen zu decken, braucht man einen Absatzmarkt. Und der muss natürlich befördert werden. In Ruanda, nachweislich, Genozid 1994, wurden moderne amerikanische Waffen und Munition eingesetzt, die zum Testen war. Muss ich vorstellen. Also das ist kriegsgenerativ natürlich, diese Waffenindustrie. Also was könnte man tun? Die Ächtung der Waffenproduktion oder eine systematische Besteuerung der Waffenexporte. Eine systematische Besteuerung. Mit einem Bruchteil davon könnte man unendlich viele Friedensprojekte weltweit finanzieren. Lernen für den Frieden heißt Konfliktkultur, der ist schon angesprochen worden. Diese Aufgabenstellung gehört nicht zu den Grundbegabungen von uns Österreichern. Ja? Jammern und raunzen, aber niemals in eine direkte Begegnung. Ich habe das in Graz in dem Multikulti-Viertel so oft erlebt, die Leute reden nicht, sie sprechen Konflikte nicht an. Man giftet sich, und die Tiroler sind, Kompliment, sind da direkter. Ne? Wenn man schon passt, muss ich sagen. Ne? Aber in Graz, es war schwierig. Und dann kam vis-à-vis von einer Familie, die zugezogen ist, eine Ladung von Vorwürfen, so laut und schnell vorgetragen, dass die keine Chance hatten zu verstehen, warum österreichische Leute so böse. Puff, ne? So eine Ladung. Und dann meint man, man hat ein Gespräch begonnen. Hab's doch gesagt. Ne? Konfliktkultur heißt begegnen, hingehen, sagen, passt es, jetzt müssen wir reden. Da gibt es etwas, was mich wirklich stört, was mich wütend macht. Auch die Wut kann man benennen. So, wie können wir das lösen? Ab 12 Uhr Mitternacht möchte ich nicht, dass es laut ist in der Wohnung. Das kann man vielleicht woanders machen, wo man tagsüber weniger eingespannt ist und am Abend zu leben beginnt, aber nicht hier. Aber klar aussprechen. Oder wie ist das mit den Kindern? Ich habe das unterschiedliche Kulturkreise, die ich jetzt so im Kopf habe, wirklich erlebt und immer gesagt, bitte, im Frieden zusammenleben heißt Konflikte benennen, gemeinsam daran arbeiten, gemeinsame Lösungsstrategien entwickeln. Es ist notwendig, sich auf den Konflikt einzulassen, den Konflikt zu durchleiden, ihn zu lösen und in ein Glied einer Kette, in einem Prozess zu transformieren. Das habe ich wieder von unserem aktuellen Papst irgendwo gestohlen, das war jetzt ein Zitat. In solchen Prozessen haben wir Christen den Auftrag, Mediatoren, man sagen wir Handwerker und Handwerkerinnen des Friedens zu sein. Nicht einen Konflikt von hinten herum zu befeuern. Hast schon recht, schreiß nieder. Oder du musst wohl Pech sein. Gell? Gewaltfreie Kommunikation ist noch weit weg, aber das wäre die Idealvorstellung. Da ist viel zu tun. Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ist die beste Friedensarbeit. Die Theorie des demokratischen Friedens geht davon aus, dass Demokratien keine bzw. extrem selten Kriege führen würden. Es ist einfach für die Bevölkerung zu kostspielig. Man will das nicht. Man lebt lieber in einem guten, friedvollen Staat. Und das ist auch der Pluspunkt, den wir haben.
dieser langen Friedenszeit jetzt hier in Europa. Auch das Rechtsstaatsprinzip, dessen Wesensmerkmale die Achtung der Grundrechte, Gewaltenteilung, Gleichbehandlung, Verhältnismäßigkeit, Einhaltung von Gesetzen sind, dient der Friedenssicherung. Anbelangt dessen ist erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber allen Tendenzen notwendig, die Demokratien gefährden und den Rechtsstaat aushöhlen könnten. Populismus, Polarisierungen, überbordender Nationalismus. Auch in unserem Land Österreich gibt es diesbezüglich erhöhten Aufmerksamkeitsbedarf. Es braucht ein, mein nächster Punkt, staatliches Machtmonopol zur inneren und äußeren Friedenssicherung. Dauerhaft gibt es in einem schwachen oder korrupten Staat keinen Frieden. Um die Stabilität und Sicherheit einer bestimmten Ordnung zu etablieren, braucht es eine Ordnungsmacht. Die muss beim Staat liegen. Er hat das Gewaltmonopol. Ein negatives Beispiel darf ich erzählen. Ich war voriges Jahr im Südsudan, in Juba, in der Hauptstadt. Und ein bisschen in der Umgebung, mehr durfte man nicht bereisen, weil es einfach zu gefährlich ist. Und was hat sich seit der Unabhängigkeit, 2011 glaube ich war sie, was ereignet sich nach einer anfangs euphorischen Aufbruchsstimmung, einige Jahre, systematischer Rückfall in die alte Clan-Unkultur. Stämme gegen Stämme. Der Stärkere hat das Recht. Das ist leider wirklich brutal. Noch dazu muss man sagen, das sind alles christliche Stämme. Jetzt kann man nicht die Ausrede, ja, das ist ja, wir sind unterdrückt von den Muslimen im Norden, nein. Wieso ist das so schwer, das anders zu erlernen? Also, Millionen von Flüchtlingen, Binnenvertriebene, wir waren in großen Lagern. In einem Lager haben die Menschen gelernt, auch wieder mit diesen Spannungen umzugehen. 8000 Leute im Lager, wir waren bei einer Essensausgabe mit dabei. Die haben sich organisiert. Für alles gab es Zuständige, immer so quasi ein Lager, ein Konzil auch, wo man besprochen hat. Sehr interessant. Ich schaue auf die Uhr. Neben persönlichen Versöhnungsschritten, die ich skizziert habe, Herzensbildung, Versöhnung, der Seele Nahrung geben, braucht es auch kollektive Versöhnungsprozesse. Ich möchte ganz kurz erzählt, nicht hier vorgelesen, auf Ruanda verweisen, wo nach dem Genozid einige Jahre natürlich war man beschäftigt, um zu normalisieren. Und dann ist man darauf gekommen, ja, eigentlich die staatliche Justiz ist überfordert. Wie kann Kollektivversöhnung passieren? Man hat die alten Dorftribunale wieder eingeführt. Gacacas nennt sich das auf Kinyarwanda. Das heißt, jedes Dorf ist verpflichtet, so öffentliche Sitzungen durchzuführen. Und wir sind einmal kurz dazugekommen und haben gesehen, ganz am Dorfplatz haben die Menschen versammelt. Und jeder musste Auskunft geben. Und dabei sein von allen. Das heißt, die wussten, wo die Täter sind, wo die Opfer sind. Menschen haben das gespeichert. Das war ein hohes Risiko, dass diese Gacacas gelingen. Grob gesagt ist es gelungen. Weil es waren viele unschuldige Gefängnisse und viele Täter frei. Die Kirche hat Vorarbeit geleistet, um die Menschen zu befähigen, die Wahrheit zu sagen, die allein frei macht. Also, dass man auch die Größe hat zu sagen, das habe ich verbrochen. Es ist im Großen und Ganzen gelungen, obwohl die Lage Ruanda und angrenzende Staaten natürlich noch immer sehr sensibel ist. Ich selbst hatte da mehrmals die Möglichkeit hinzufahren, weil wir Partnerschaften hatten mit einigen Pfarrern dort und einer Diözese. Dann gab es auch Versöhnungsfeiern in den Pfarren. Also Menschen, die aus dem Gefängnis entlassen wurden, wurden dort erstmals den Angehörigen ihrer Opfer vorgestellt. Berührende Feiern. Kollektive Versöhnungsprozesse. Nach so einem traumatischen Ereignis, wie das 1994 in einem Monat im April eben stattgefunden hat. Was ist die Aufgabe der Religionen? Damit möchte ich jetzt abschließen. Religionen haben ein hohes Friedenspotenzial in sich, aber auch ein Potenzial zur Freisetzung von Gewalt. Das gilt leider auch für die asiatischen Religionen, für den Hinduismus, der sich aktuell in eine sehr nationalistische Aggression hineinentwickelt. Davon berichten viele, die Indien jetzt bereisen, gegenüber Andersgläubigen, auch gegenüber Christen. Ebenso auch von den buddhistischen Mönchen, wo man immer dachte, die sind durch und durch friedliebend, können auch sehr gewalttätig werden, wenn ihre
Ansprüche in Gefahr sind oder ihre Traditionen. Selbstverständlich müssen wir als Kirche das auch zugestehen. Mit den großen Katastrophen der Jahrhunderte, das jetzt die Kreuzzüge waren, die Verfolgung Andersgläubiger oder die Religionskriege, vor allem voran der 30-jährige Krieg, ein Drittel Europas Menschen wurde vernichtet, getötet, Katastrophen, da waren wir als Kirche auch mit beteiligt. Was ist aktuell ein Beispiel, das uns zu denken gibt? Sie haben gelesen von Asia Bibi, eine Pakistanin, die Christin ist, und sie hat ein sehr schüchternes Bekenntnis abgelegt. Sie wurde gefragt am Feld von ihren Nachbarinnen, warum glaubst du eigentlich an Christus? Und sie sagt ganz schüchtern, weil sie wusste, wie sensibel das ist, ja, weil er auferstanden ist und lebt. Man kann mit ihm kommunizieren. Und das hat ausgereicht, das hat die eine dem Mann erzählt, und ein Furor, ein nationaler Zorn unter den fundamentalistischen Kreisen, der kaum einzudämmen war. Vielleicht gelingt jetzt zeitnah ihre Evakuierung nach Europa. Also, Religionen, vor allem als Christliche, glauben, wir haben von Christus Versöhnung geschenkt bekommen, den Frieden. Wir müssen uns mehr mit ihm verbinden. Dann sind wir tatsächlich Handwerker des Friedens. Zum Dialog der Religionen gibt es keine Alternative. Der muss auf allen Ebenen geführt werden. Lebenspraktisch, also alltagspraktisch, nachbarschaftlich, gesellschaftspolitisch und theologisch. Wir haben uns in Graz damit dann ein bisschen schwer getan, weil wir gesehen haben, dass Interesse an einem sehr theologischen Dialog fehlt. Wir haben gesagt, dann gehen wir doch in die Hinterhöfe, in die Nachbarschaften, in die Siedlung. Und haben dort dann die Leute zusammengerufen zu einem Tee, vorbereitet natürlich, die Einladung ausgesprochen. Das hat besser funktioniert. Die Leute haben dann erzählt, wie es ihnen geht, was sie glauben, was sie nicht glauben. Dann ist das Bild viel bunter geworden. Also, Dialog ist alternativlos. Auch wenn man jetzt vis-à-vis zum Islam benennen muss, dass dieser islamistische Terror in vielen Ländern, eben natürlich des Nahen und Mittleren Ostens, aber auch in Nordafrika, eine wirkliche Plage für die Menschheit ist, echte Bedrohung des Weltfriedens. Man kann das nicht anders nennen. Wir haben Kontakt zu Burkina Faso, können den Norden nicht mehr bereisen. Im Februar gibt es eine Reisedelegation dorthin, weil diese terroristischen Gruppierungen, die den Islam als Waffe einsetzen, eben dort tätig sind. Ähnliches kann man von Nigeria, vom Norden berichten. So, trotzdem, grundsätzliches Wohlwollen, Verpflichtung zu einem respektvollen Umgang mit allen Menschen, ganz egal welcher Religion, das ist meine Grundüberzeugung. Und dieses Zusammenleben darf man nicht mit Scheindebatten gefährden, Kopftuchdebatte als Stichwort. Damit beflügelt man nur eben radikale Kräfte, die sagen, jetzt wird sichtbar, ihr wollt uns nicht. Vertrauen wir auf Gottes Vorsehung in diesem langen Weg des Friedens, der Friedensarbeit. Er gibt einen langen Atem zum Durchhalten. Wir haben einen Gott zu verkünden, der den Menschen die Freiheit zur Gestaltung der Welt gegeben hat. Ein Gott, der nicht unterwirft, sondern aufrichtet. Nicht ein Gott der Herrschaft, God of Protection, sondern ein Gott, der mit seiner Menschheit mitleidet und mitgeht. Im Wort Gottes, speziell im Evangelium, findet sich die geistliche Ressource für ein möglichst gewaltfreies Leben. Selig, die Frieden stiften, sie werden Kinder Gottes genannt werden. Im Gesamt der Seligpreisungen ist diese Zusage zu hören. Die Sanftmütigen, die Nichtgewalttätigen, die Barmherzigen, ja sogar die Hungernden und Verfolgten werden selig gepriesen. Das Wort Gottes ernüchtert, nimmt jede Form der Täuschung, hat gerade damit eine friedenstiftende, heilende Kraft. Das Gebet um Frieden bleibt ein geistlicher Dauerauftrag, denn ein nachhaltiger Friede ist zwar mit Recht gesagt das größte humanitäre Arbeitsprojekt, Arbeitstitel, aber immer auch ein Geschenk Gottes. Johannes Paul II. Hat 1986 in Assisi mit dem Weltgebetstag der Religionen für den Frieden in der Welt begonnen. Zur Einführung sagte er dort, der Friede
ist nicht nur das Ergebnis von Verhandlungen, politischen Kompromissen oder wirtschaftlichen Verträgen. Es ist das Ergebnis vom Gebet. 30 Jahre später, Papst Franziskus, der diesen Weg der Vorgänger fortsetzt, hat dort erklärt, also 2016, suchen wir in Gott, der Quelle der Gemeinschaft, das klare Wasser des Friedens, nach dem die Menschheit dürstet. Es kann nicht aus der Wüste des Hochmuts und der parteiischen Interessen entspringen, nicht aus dem ausgedörrten Boden des Gewinns um jeden Preis und des Waffenhandels. Werden wir nicht müde zu wiederholen, dass der Name Gottes die Gewalt nie rechtfertigen kann. Allein der Friede ist heilig. Nur der Friede ist heilig. Niemals der Krieg. Danke für die Aufmerksamkeit.